Ja, so eine ganz normale Bethesda-Mission hier. Okay, da kommen wir noch nicht hin. Also, deaktivieren wir die. Boah, das könnten wir jetzt vielleicht eventuell noch machen. Aktivieren. Dann gucken wir mal, ob wir den Außenbereich versiegelt kriegen. Wäre vielleicht sehr gut, wenn wir den Außenbereich versiegelt kriegen. Pardon. Ich habe immer noch Husten. Tatsächlich. Und den werde ich scheinbar auch nicht so schnell los. Aber na gut. So. Aber bestimmt wirklich eine schöne Raumstation und sicherlich auch schön hier zu arbeiten. Also, ich stelle mir das interessant vor. Tü. Mineralisches Material. Rush jetzt einfach durch in der Hoffnung, dass uns einfach keiner sieht, dass es kein Gegner respawnt ist. Ich weiß ja nicht, spawnen die eventuell in eine Art Welle, also wenn wir. Ach. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Vitalwerte kritisch.
Ich will's nicht hacken, ich will's nicht hacken. Unfair, ich wollte es gar nicht hacken. Achso, die Waffen wollten wir noch verbauen. Mal wieder auf die Pistole. Achso, können wir nicht. Okay. Was? Dann upgrade mal die. Ach, diese Raumstation ist einfach zu krass. Viel zu krass. Ich hoffe, es ist jetzt nicht schlimm, dass wir so low-life da rausgehen. Oh je. Alles lustig hier. Achso. Oh, ich vergesse nicht die Programmation entdeckt. Morgan. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht beunruhigt darüber sind, dass Sie Ihren eigenen Tod geplant haben. Das ist schwer zu verdauen. Mein Rat wäre, denken Sie nicht an das Ende. Konzentrieren Sie sich auf das, was vor Ihnen liegt. Einen Schritt nach dem anderen. Ich bin hier, wenn Sie Hilfe brauchen. Können wir hier vielleicht noch was looten? Diese Lanzen, wie kaputt die sind. Ja, die will ich doch haben. Der Außenbereich ist schon spannend, muss ich mal so sagen. Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität wurde befriedigt. Lassen Sie mich das reparieren. Reparatur abgeschlossen. Also, was zur Hölle? Thank you.
muss ich denn jetzt hin? Okay. Also das hier, naja gut, man muss die Außenstation laden lassen. Ja gut, das ist schon kritisch. Da sind wirklich Ladescreens erforderlich. Wir sollten mal vielleicht den Außenbereich mal austesten, wie man da, wie weit man da weg kann, wo man hin kann, ob man auf den Mond kann, ob man auf die Erde kann. Kleinigkeiten halt, ne? Sowas muss erstmal getestet werden. Aber jetzt erstmal noch ein bisschen normales Spiel. Was ist denn jetzt? Ach hier. Ich will mal zielen, aber dann aktiviert mir immer seine Fähigkeit. What? The hell? Ich sag es euch, man muss einfach alle Objekte nehmen und einfach aus der Raumstation schmeißen. Wohl übersehen. Ja. Oh. Ja, exotisches. Okay, bin gespannt, ob wir jetzt hier was Anständiges finden. Bis jetzt sieht es ja noch ziemlich mau aus. Exotisches Material, okay. Typhon-Plasma. So klar, dass er unter dem Bett irgendwas versteckt hat.
Aber leider nichts, womit wir was machen können. Da sind ja irgendwelche Striche eingeritzt, okay. Ah, okay. Ja, schön hier zu wohnen. Also, man könnte schlimmer leben. Wenn man das Licht selbst regeln kann. Also so Beleuchtung, die von jemand anders regelt. Da würde ich zwar Angststörungen kriegen, aber dann am Computer rein, da hätte man ein perfektes Leben. Was? Okay. Und hier jemand? Okay, ich dachte, ich habe gerade Schritte. So, mehr gibt es hier scheinbar nicht zu holen. Naja. War ja eine kleine Ausbeute. Wenn ich irgendwo nach der Tür. Ach, eine Mimik da. Jawohl, so gucken wir mal, was wir als nächstes machen können. Ziele. Da komme ich ja noch nicht so wirklich hin. Okay. Besetzungsquartiere. Nimm die Hauptzahl ein bisschen weiter. Ich hab die Kinder nicht angerührt. Hab ihnen nur aus der Patsche geholfen. Gezögert? Er war sicherlich kein guter Mensch, aber hätten Sie unter Umständen auch anders handeln können? Die Typhon können nur töten und zerstören, aber Sie sind ein Mensch. Sie haben eine Wahl. War interessant. Hat mich jetzt einfach mal interessiert, was da passiert, wenn man einen Menschen tötet. Ich habe die Kinder nicht angerührt. Hab ihnen nur aus der Patsche geholfen, mehr nicht? Den echten Kriminellen, denen hat's nicht gefallen, dass ich ihren Schotter abgeräumt hab. Warum blinkt der? Okay, mittlerweile werde ich als starkes Alien hier scheinbar betrachtet. Naja.
Ach ja, ist möglich. Mikrogravitation entdeckt. Yay. Ich finde diese Töne geil. Hier habe ich keinen Code. Ich will den keinen Code. Den habe ich denn doch eigentlich? Na gut, egal. Bewege mich. Okay. Ah, Biomaterial. Cool, Wasser. Dann sind wir ja da wieder, wo wir uns für den anderen Weg entschieden haben. Scan abgeschlossen. Neue Zielfähigkeit verfügbar. Hier ist leitende Systemingenieurin Ilyushin. Das Kraftwerk wurde beschädigt. Ich wiederhole, das Kraftwerk wurde beschädigt. Wird auch Zeit, Sam. Chief, ich bin kein Kommunikationstechniker. Ich tue mein Bestes. Mika, hier ist Sicherheitschefin Elazar. Hören Sie mich? Sarah? Ja, ich höre Sie. Hab versucht, mich ins Lautsprechersystem zu hacken. Mein Team ist im Frachtraum und diese Dinge auch.
kriechen überall auf der Station herum. Hauen sie überall mit der Rohrzange drauf. Aber prüfen sie sie erst. Genau, Sam. Diese Dinger, hauen sie auf alles drauf, was frei steht. Und wenn es auf sie losgeht, bringen sie sich in Sicherheit und melden sie sich dann via Transcribe. Ich schicke ihnen eine sichere Leitung. Klar? Verstanden. Mein Transcribe ist in der Kühlmittelüberwachung. Bin auf dem Weg dorthin. Kann mich da einsperren. Alles klar? Muss nur kurz durchatmen. Sarah, können Sie mir sagen, was passiert ist? Mika, suchen Sie Schutz. Interessant. Transaktuell. Unsere Mitarbeiter im Fokus. Im Transaufwind stellen wir Ihnen Harley Jada vor. Ich glaube, den hatten wir schon mal. Sonst könnt ihr Pause drücken oder euch das kurz durchlesen. Ich bin der Meinung, das hatten wir schon. Aalrest. Ekelhaft. Ja, am Ende sind das gar keine Aliens, am Ende sind das Lebewesen von der Erde. So, ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle diese Folge und ich würde mich freuen, wenn das nächste Mal wieder einschalten würde. Dann sage ich Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Ich bin saumüde jetzt. See ya!